Grüßt euch Leute und willkommen bei der vierten Advent-Rock-Folge. Es ist nicht nur der vierte Advent, in vier Tagen ist auch Weihnachten. Deswegen wünsche ich euch jetzt hier schon mal schöne Weihnachtstage. Und wenn ihr diesen Account hier gewinnen wollt, weise ich nochmal auf das Gewinnspiel hin. Ihr habt noch jetzt 3 Tage Zeit, um euch zu melden, weil am 23. werde ich das Video aufnehmen und am 24. wird es veröffentlicht. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Hier haben wir jetzt die Aufstellung 4-3-2-1 gewählt. Wir haben Ibrahimovic als Captain. Den sieht man ja auch nicht so häufig zur Auswahl beim Food Draft. Dann noch Messi und in Form Neymar, Modric. Und das Team ist jetzt hier komplett. Sieht ganz gut aus. Vor allem die Offensive ist richtig nice. Und damit wir halt auf relativ viel Chemie kommen, habe ich im Sturm hier so einen BBVA-Stürmer eingewechselt. Und im ZM habe ich dann diesen Franzosen reingepackt, damit ja der wenigstens so ein bisschen Chemie hat. Der Gegner im ersten Spiel hat schon mal ein richtig krasses Team. Das ist auf jeden Fall besser als meins. Die Defensive sieht nicht allzu stark aus, aber er hat einfach mal Aguero, Hero, Inform, De Bruyne und das ist richtig stark. Der Typ ist so krank und ja, wird schwierig, aber jetzt erstmal schön den Gegner vernascht mit einem Berberspin und Ibrahimovic, Man of the Match, macht den nicht rein. Wie kann das sein? Fette Rhymes am Start, aber egal. Neymar macht den nächsten auch nicht rein. Da ist der Torwart noch rechtzeitig zur Stelle. Komm, jetzt der nächste Schuss. Hier. Ey, das ist doch ein Foul. Was ist da los? Keine Ahnung. Egal, jetzt hier ein Longshot mit Modric. Und der Ball geht immer noch nicht rein. In der 49. Minute steht es 0:0. Und komm, jetzt hier. Der Torwart macht Scheiße. Ibrahimovic und... Der Torwart ist immer noch zur Stelle. 61. Minute, 0:0. Komm, jetzt aber Neymar frei durch, schießt drauf und der Torwart ist immer noch zur Stelle. Was geht da ab mit dem Typen? Komm, jetzt aber Messi hier reingeschickt auf Perez. Der Schuss zum 1:0 sitzt drin in der 76. Minute endlich. 76 Minuten hat es gedauert bis zum 1:0 und dann fällt das 1:1. Ich dachte, ich hätte das Spiel jetzt gewonnen. Ich habe es eigentlich dominiert. Egal, in der regulären Spielzeit konnte sich kein Gegner hervorheben, deswegen müssen wir in die Nachspielzeit und da geht es gleich weiter für mich mit Ibrahimovic und, jo, ich bin Vidic, ich halte mal kurz den Fuß dazwischen, ja, ganz easy, fange ich den Ball ab, egal, komm jetzt weiter mit Casillas, schießt drauf und Vidic ist wieder zur Stelle, blockt den Ball ab, es steht immer noch 1:1 und damit geht es jetzt weiter ins Elfmeterschießen. Biabiani packt einen guten Schuss aus, ich packe einen guten Schuss aus, 1:1 hier nach 2 Elfmetern, der Gegner trifft auch wieder. Ich treffe auch wieder, ja, der Torwart hätte in eine andere Richtung springen können, dann hätte er ihn gehabt. Ja, jetzt ein schöner Elfmeter vom Gegner und ein ähnlich schöner von mir. Ich dachte, da konnte ich mal so ein bisschen, den halte ich jetzt aber und jetzt bin ich ein bisschen zu übermütig geworden, pass auf, ja. Der ging dann leider nicht rein, aber das wird mir gleich zugute kommen, passt auf. Jetzt schieße ich hart drauf, schieße aber in die Mitte, weil der Gegner denkt, wenn ich hart schieße, schieße ich nach außen. Das habe ich schon mal genutzt und jetzt pass auf, ich habe gehalten, der muss sitzen. Ich habe Lasch gedrückt und wenn ich Lasch drücke, denkt der Gegner, weil ich eben gelupft habe, dass ich wieder in die Mitte schieße. Und bei einem entscheidenden Elfmeter ist es wahrscheinlich, dass ich sowas mache, sowas bisschen Abstrakteres. Und dann habe ich nach außen geschossen und den Gegner dominiert. Aber mittlerweile sind wir schon im zweiten Spiel angekommen. Der Gegner hat auch Man of the Match, Ibrahimovic und die Abpraller gehen hier leider nicht rein. Sind wir in der nächsten Szene und... Der Torwart ist immer noch da, neuer Hatter im Tor, der ist echt gut und jetzt kommt hier Gonalos, jo, ich hau mal einen Longshot raus, pass auf, Gonalos, schaut euch die Karte an, der hat 59 Longshots, wie kann er dann so ein Ding raushauen, das verstehe ich nicht, egal, der Gegner macht Spirenskis, hat Glück, dass er hier nicht den Ball verliert mit dem Torwart und ich nicht das 1:1 schieße, kommt der Gegner mit 2:0, schaut euch die Halbzeitstatistik an, der Gegner hat 3 Schüsse, ich habe 3 Schüsse, 2 aufs Tor, der Gegner auch 2 aufs Tor. Er für 2:0, ich habe 0 Tore. Das finde ich ein bisschen scheiße. Jetzt kommt hier eine schöne Flanke. Keiner ist bei Ibrahimovic, steht es 3:0. Und jetzt guck mal, wie das hier spastet. Es leckt erstens. Das ist schon mal richtig nervig. Ihr kennt das bestimmt, wenn es immer leckt. Und jetzt guck mal hier. Messi, warum kann Messi keinen Ball annehmen? Das sieht so aus, als sollte der Ball zum Gegner hinspringen. Jo, dann denkt er sich, ich tackle mal die Luft und nicht Ibrahimovic. Und andauernd solche Spastereien hier und jetzt innerhalb von 5 Minuten war das nur, dass es so gespackt hat. Jetzt geht's weiter hier, lässt Modric sich einfach mal olleen hier, geht's immer noch weiter, jetzt pass auf Aubameyangs Run auf. Keiner geht dran, ja, lassen mal laufen, ja, okay. Und jetzt guck mal hier, ich tackle ihn, der nächste kommt, tackle ihn, nö, kein Bock den zu tackeln. Und jetzt kriegt er auch noch seinen Freistoß, so eine Kacke, ich werde von hinten umgeklatscht. Ja, nee, ist kein Foul. Danke, EA. In der 90. Minute schieße ich dann noch das 3:1. Das bringt mir natürlich auch nichts. Ich habe das Spiel verloren. In der zweiten Runde schon wieder, wie in der letzten Folge. Und andauernd spasten die Spieler so rum. Ich hab euch hier mal nur ein paar Szenen reingeschnitten, wo das so gespastet hat. Und
das ganze Spiel über, das nervt einfach. Und dann klatscht der Gegner mich von hinten um. Eigentlich ist es eine rote Karte, aber er kriegt gar keine Karte. Es ist nicht mal ein Freistoß. Und dann berühre ich Aubameyang mal so ein bisschen. Ja, ich habe ihn gestreichelt. Ist ein Foul. Sowas geht auf den Sack. Keine Ahnung, was das soll von EA. Egal. Auf jeden Fall mache ich die Packs nicht auf. Die Packs werden euch verlost, wenn der Gewinner ja hier sich in diesen Account einloggt. Dann kann er hier erstmal schön 3 Packs öffnen. Ich wünsche dir dann viel Spaß damit, dass du auch schön Non-Rare-Karten kriegst. Aber ich hoffe natürlich für dich, dass du da ein bisschen geile Karten rauskassierst, ne? Klar. Der Gewinner wird, wie schon zu Beginn gesagt, am 24. ausgelost, also am 23. ist Einsendeschluss. Und das war's dann hier mit der Adventdraft-Serie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ein Daumen hoch wäre wie immer cool, auch wenn ich hier leider verloren habe. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und macht's gut.